So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Ich würde sagen, ich verschwende jetzt erstmal gar keine Zeit und beginne direkt mit dem Bild des PCs, denn das könnte hier ein bisschen komplizierter oder langwieriger sein, denn wir haben hier eine Menge zu verbauen in diesem Bild. Und vor allem eine Menge echt krasses Zeug. Ich meine, allein das Mainboard ist schon das krasseste, was wir von ASRock haben. Und ja, ASRock gilt immer so ein bisschen als Billigmarke, aber auch die haben echt krassen High-End-Shit. Und das hier ist so eine Art Demonstration davon. Auf jeden Fall von dem, was wir bisher haben. Den ganz krassen Shit bekommen wir wahrscheinlich erst bei den ganzen nächsten Level-Ups. Obwohl ich nicht weiß, wie viel für die momentane Intel-Plattform eben noch kommt. Ich glaube, dass eben vor allem noch sehr viel für AMD kommt mit Ryzen 3rd Gen, was wir noch gar nicht haben. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt noch so viel neue Sachen an Mainboards und so weiter für Intel kommen. Wir werden es aber wahrscheinlich sehen in nicht allzu ferner Zukunft. So. Dann erstmal ein Netzteil einbauen. Da haben wir nicht so unglaublich viel Zeug. Also nicht so unglaublich High-End-Zeug gekauft, weil das einfach teuer war. Oder ist das 80 plus Titanium? Okay, doch. Ist ein gutes Netzteil. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie krass das Zeug ist, was ich gekauft habe. Aber es war anscheinend doch mehr als okay. So, als Festplatte haben wir in dem Fall natürlich auch mal wieder eine M2-SSD. Eine schicke RGB-M2-SSD, die wir auch in allen anderen PCs der letzten zwei Parts verbaut haben. Und wir haben hier ja auch wieder die Plexiglas-Version genommen. Nicht die vernickelte, sondern eben die, durch die man durchschauen kann. Denn die ist auch echt cool. Im nächsten Part gibt es übrigens dann die dritte Version zu sehen. Das ist die hier, die Supremacy Acetal-Version. Die ist in schwarz und die sieht echt cool aus, weil matt schwarz sieht episch aus. Auch wenn wir dazu leider eben kein passendes GPU-Design haben, weswegen wir da eben die vernickelte Version haben. Aber damit müssen wir dann eben leben. So, jetzt baue ich aber erstmal hier die ganzen Kühler ein. Und ich sehe, ich habe sogar noch einen 360er Radiator, den ich gar nicht brauche. Den ich anscheinend noch von irgendeinem anderen Bild da habe. Na, das muss ich dafür abmachen, okay. Und warum sind bitte in diesem unglaublich teuren Gehäuse die billigsten Lüfter der billigsten Lüfter drin? Ich meine, irgendwo kann ich es so ein bisschen verstehen, weil die meisten Leute, die sich so ein Gehäuse kaufen werden, würden wahrscheinlich sowieso Radiatoren reintun, weil die, ganz ehrlich, wer kauft so ein großes Gehäuse, um es nur mit normalen Lüftern zu bestücken? Da will man schon seine echt coole epische Wasserkühlung vorzeigen und nicht einfach nur einen ganz normalen PC. Das werden schon die meisten Leute, denke ich, so machen. Aber trotzdem wäre es irgendwie cool gewesen, wenigstens was Schöneres zu haben als eben die billigsten der billigsten Lüfter. So, aber ich würde sagen, sind wir erstmal zufrieden damit. Wir schauen dann nochmal im Nachhinein, ob wir von uns bei unserem Budget vielleicht noch ein, zwei Upgrades vornehmen können. Aber erstmal werden hier die ganzen Sachen verlegt, die ganzen Rohre. So, einmal hier. Oh, das sieht echt hässlich aus. Das ist zu einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage bei einer Wasserkühlung. Aber das ist zu einfach, das sieht zu unspektakulär aus. Na? Hier, es muss schon die richtige Höhe sein. Ist es auch, okay.
Dann hier. Na, schon viel besser. Aber in diesem riesen Gehäuse komme zumindest ich mir immer sehr verloren vor. Gerade eben, weil wir hier ja nur eine GPU drin haben. Wirkt alles irgendwie so winzig, was wir da machen. Weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber mir kommt das immer so winzig vor. Na? Ja, ist okay. Oder sollen wir es so machen? Wenn man es nicht weiß, sieht man es eigentlich auch nicht. Ja, nee, das Teil soll schon da sein. Na? Ja, lassen wir es so. Dann gehen wir von hier aus zu diesem Radiator hin. So, noch ein kleines Stück weiter. Na? Das war gerade ein bisschen weird. So. Und so, ja. Oder? Nee. Ich glaube, das mache ich so. Das sieht noch ein bisschen cooler aus. Als würde ich es mir nicht einfach so einfach machen, wie ich es in Wirklichkeit mache. Das geht nicht von der Höhe. Ah, das ist blöd. Das ist so nah rangezoomt wegen diesem riesen Gehäuse. Okay, probieren wir es erstmal so. So. Okay, das ist noch nicht von der Höhe passend. Also, so gar nicht. Das hier muss auch noch ein Stück nach da. Jetzt ist das hier nicht mehr passend. Jetzt aber. Von der Höhe her muss ich da trotzdem noch ein bisschen was tun. So. Ah, gut, gibt auch Schöneres als das. Ja, aber das ist... Das da kann man doch schon machen, oder? Kann man machen. So, dann hier hoch und darüber. So. Ganz gerade ist das aber auch nicht, oder? Jetzt ist es gerade. So und so. Ja gut, als leeren Kreislauf sollte ich das Ganze vielleicht nicht anwerfen. Was machen wir denn dafür? Kühlmittel rein. In diesen sehr, sehr, sehr schicken PC. Rot, blau, keine Ahnung. Blau, aber nicht so dunkel. Würde ich sagen. Na, mir fällt auf, das sieht man sowieso zum Teil gar nicht mehr. Kann man das auch ohne den Teil hier? Nee, unvollständiges Gehäuse, okay. Ich muss das tatsächlich dran machen, auch wenn es nicht so schön aussieht.
Und wir sind sogar noch ein gutes Stück unter unserem Budget. Also $25. Und ich glaube, gerade in dem Gehäuse könnte man schon mal drüber nachdenken. Na, ob wir nicht zumindest einen RGB-Lüfter da rein tun, falls der noch ins Budget passt. Ob einer 140mm Lüfter müsste ich doch da haben. 120. Hier, da sind welche, aber die, da weiß ich nicht. Habe ich nicht irgendwie noch einen von Raijintech gehabt, einen 140er? Muss ich mich wohl irren. Gut, dann nehmen wir eben die von Corsair. Und der ist tatsächlich sogar noch im Budget. Sag mal, ist der aus? Oder sind das überhaupt keine RGB-Lüfter? Das sind gar keine RGB... Das ist einfach nur ein ganz normaler Lüfter und der so... Ach du meine Güte. Wow. Naja, halt Corsair, ne? Was habe ich erwartet? Dann tue ich so einen von NZXT rein, der sieht wenigstens nicht so schäbig aus wie der, der vorher drin war. Ja gut, kein Betriebssystem, das macht noch Sinn. Momentan ist ja gar kein USB-Stick drin. So. Dann brauchen wir hier Beleuchtungssoftware. 3D Mark, GPU Tuner und OCCT. Und wir werden erstmal fett übertakten. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist, eben dass die Reihenfolge von meinem Kühlkreislauf vielleicht nicht die beste ist. Weil, also ich bin definitiv kein Profi, aber ich würde mal denken, dass vielleicht die sinnvollere Reihenfolge wäre eben das. Zwischen CPU und GPU eben nochmal ein Radiator kommt, weil dann wird erstmal das Ganze nochmal ein bisschen runtergekühlt, bevor eben es dann bei dieser höheren Temperatur weitergeht. Das würde mehr Sinn machen, aber wir probieren das jetzt einfach mal so. Und ja, ich habe gerade 5,5 GHz einfach mal eingestellt und ich bin selbst überrascht oder erstmal ratlos, ob das Ganze überhaupt läuft. So. Kann man doch farblich so machen, oder? Ich meine, das ist sowieso stark gedimmt bei dem Gehäuse, das Glas, also wird die Farbe sowieso ein bisschen verfälscht. Und auch hier können wir wenigstens ein klein wenig übertakten erstmal. Ich weiß ja noch nicht mal, ob die CPU ihren Takt so beibehalten wird oder kann. Oder ob das schon zu viel war oder ob ich da einfach nur zu viel erwartet habe. Oh nee. Die läuft jetzt schon auf 100 Grad. Holy shit. Ich habe nicht irgendwie die Wärmeleitpaste oder so vergessen. Die CPU drosselt jetzt? What? Also wenn ich jetzt die Wärmeleitpaste vergessen habe und den Scheiß neu machen muss. Ja gut, die CPU läuft durchgehend auf 100 Grad. Ich glaube, ich habe die Wärmeleitpaste vergessen. Aber ich starte jetzt erstmal neu, um zu schauen, ob sich was an der Temperatur getan hat. 70. 70 ist aber immer noch zu hoch. 70 Grad, 90, 70? Nee. Da
Das kann nicht sein. Ah, Hopp, hier bei der CPU habe ich jetzt nicht so krass was getan. Da kann man schon mal... Ich glaube, die hat gefehlt. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die hat gefehlt. Kann mir es nicht anders erklären. Weil für so ein krasses System wären 70 Grad doch viel zu warm. Also ich hoff's mal. Rückgängig. So. Und so. Und das hier muss hier so ein bisschen reingebogen werden. Und dann kann man noch das hier tun. So. Kühlmittel. Das hier war, glaube ich, das, was ich vorher hatte. Na, kann ich die Scheibe zumachen? So. Das muss jetzt aber laufen. Na, okay, das dauert ein bisschen, bis das durch diesen riesen Kühlkreislauf durchgelaufen ist einmal. Hallo? Ah. Außerdem möchte ich auch noch auf einen Kommentar eingehen, den ich bekommen habe und den ich bisher einfach vergessen habe zu erwähnen. Und zwar gibt es tatsächlich sogar die Möglichkeit, das werden wir wahrscheinlich in ein paar Parts auch einführen, nämlich mit einer Mod den trotzdem auf 70 Grad. Das ist jetzt aber echt komisch. Egal. Erstmal weiter im Text. Und zwar gibt es nämlich die Möglichkeit, eben mit einer Mod bei 3D-Mark den Test eben zu überspringen. Warum läuft die jetzt schon wieder auf 100? Das kann doch nur ein Bug sein. Das kann doch nur ein Bug sein. Ich bin doch nur auf 5,3 hochgegangen. 5,2 auf 5,3 werden niemals 30 Grad mehr sein. Vor allem nicht im Idle. Hä? Das kann doch nicht sein. Was? Was? Willst du mich jetzt verarschen? 5,2 GHz, das hat doch sogar... Das hat doch sogar dieser andere PC da geschafft. Dieser ganz, ganz, ganz kleine... Ah ne, das war mit einem 8086K, oder? Dann halt dieser andere PC, den wir auch nochmal gemacht haben. Das kann doch nicht sein! Hä? Ich mache jetzt einfach mal XMP raus. Aber das kann doch nicht sein! What? Warum läuft der 70 Grad idle? Hä? Die läuft durch zwei Radiatoren durch. Das macht doch gar keinen Sinn. Also wirklich gar keinen Sinn. Ich starte jetzt so lange durch, bis was sich ändert. Nee, ehrlich. Was mache ich denn falsch?
5,2. Ich werde diesen PC nicht verlassen, bevor das 5,2 GHz mindestens sind. Mann, wie warm will der denn bitte laufen? Hä? Das macht keinen Sinn. Ist das irgendwie ein fehlerhafter 9900K oder was? Ja, da läuft er auf 42 Grad plötzlich. Ich lasse ihn jetzt gern einmal durchlaufen, einfach so. Aber aus irgendeinem Grund wird auch die GPU direkt schon unglaublich warm. CPU auch 60 Grad schon. Das ist doch komplett krank. Wieso? Die ist doch super flüssig gelaufen bei diesem anderen PC. Ich meine, ich kann natürlich die GPU jetzt bis, was weiß ich, wohin übertakten, aber ich will die CPU auch auf einen halbwegs sinnvollen Takt bringen. Ich kann nicht akzeptieren, dass ich den auf Standard laufen lasse. Und 5,1 GHz sind eine Zumutung, 5,2 eigentlich auch. Auf 70 Grad. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Grad auf 5,1 Gigahertz. Als würde der zweite Radiator wieder das Ganze wärmer machen. Ganz ehrlich. Die Temperaturen ergeben keinen Sinn. Egal. Ich würde jetzt sagen, wir machen einfach noch mal ein bisschen mehr Takt auf die GPU drauf. Einfach nur, weil es mich interessiert, wie hoch wir da gehen können. Und dann war es das für diesen Part einfach mal. Und vielleicht speichere ich auch einfach mal den Spielstand und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr sehen wollt, wie ich ausprobiere, das Problem zu finden. Aber ich vermute, es liegt tatsächlich an der Reihenfolge vom Kühlkreislauf, weil wir sehen ja, ich kann hier die Grafikkarte sehr, sehr viel stärker übertakten als bei diesem anderen PC. Und die CPU hat Riesenprobleme, obwohl es in dem Fall gar keinen Sinn macht, weil bei dem anderen PC hatte ich doch auch einen Kreislauf wie hier auch. Das heißt, GPU zuerst, dann CPU. Und da hatte ich zumindest mit der CPU keine Probleme. Okay, das war ein bisschen zu viel. So, hier nochmal 50 weniger. Okay, das war zu viel. Da
Das war zu viel. Noch mal ein bisschen weniger. So. Aber hey, das ist eine ganz solide GPU-Übertaktung, die den PC anscheinend trotzdem überfordert. Gut, dann gehen wir halt doch nochmal runter auf den Standard. Auf meine Standardübertaktung. Und lassen einfach mal 3D Mark durchlaufen. Auch wenn ich sehr enttäuscht bin von den CPU-Ergebnissen. Ist nun mal jetzt aber so. Ich werde an der Stelle auf jeden Fall nach dem Part speichern und wir werden in einem extra Part wahrscheinlich, also wenn ihr das wollt, dann mal schauen, ob wir den PC irgendwie auf Vordermann bekommen, auch wenn ich den Auftrag danach einfach so abgeben werde und wir danach auch weiterspielen werden. Aber das ist jetzt auch nicht von Relevanz für das Spiel, dass ich hier mehr Performance hier raushole. Ich meine, 7070 Punkte müssen wir haben. Wir werden sehr viel mehr haben. Ich meine, wir haben hier 83,4 Bilder pro Sekunde mit einer Grafikkarte. Normalerweise haben wir irgendwie 110 oder so, wenn wir zwei 1080 Ti's stark übertaktet drin haben. Und das hier ist einfach mal eine, die einfach so krass übertaktet ist, dass sie tatsächlich fast eine Performance hat von zwei. Oder mindestens die von zwei 1080ern. Kann man also durchaus mal machen. So, 12.000 Punkte. Ich glaube, das ist definitiv ganz okay. Dann würde ich sagen, was das für den heutigen Part von PC Building Simulator. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Like, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Video.